So, da werden wir wieder. Auf ein neues. Bla 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 bla. Ich dachte immer, das wäre ein psychopathischer Mörder und ein... Also gleich ran an ihn. Dein Sohn schon. Aber wenn... Okay, raus damit. Okay. Aha. Schauen ist du dann. Aha. Mhm. Das Institut? Mein. Aber wir haben jetzt lange genug. Aha. In 100 Jahren, wenn ich dann endlich sterbe, komme ich hoffentlich in die Hölle. Damit ich dich immer und immer wieder umbringen kann, du Stück Scheiße. Das ist doch mal eine Ansage, liebe Leute. So, komm her, Kellogg. Kriegst du ihn noch? Ja, kriegst du ihn noch? Boah, geht mir das am Sack hier. Nein, geh weg. Scheiß Nates, echt. So, den haben wir. Yeah! Damit hast du dich gerade verraten, Kumpel. Scheiße, ich sehe ihn trotzdem nicht. Wo ist er? So, wir sollten vielleicht Tommy nehmen. Damit schreien wir zwar ein bisschen. Shit! Komm. Noch was essen? Oh Mann. Das haut ja hier ziemlich rein, da hätte ich nicht mit gerechnet. Wo ist die Sau? Oh nein, weg mit deinen Granaten, Mann. Komm her. Scheiße, der heilt sich. Nein, wir sind auch gleich down. Fuck, was essen, was essen, was essen. Oh Mann, ich will nicht schon wieder drauf gehen. Und jetzt habe ich aber echt die Schnauze voll, Digga. Und es wird jetzt, glaube ich, witzig. Oh, yes. Nein! Warum? Fuck! Das dritte Mal, dass er uns jetzt platt macht, das gibt's doch nicht. Fuck! Kein Mitleid mehr, so. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt nehmen wir mal gleich den Fat Man. Da ist er. Der unverwüstlichste Mann des Kampfes. Bla 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 bla. Ich dachte immer, das wäre ich. Komm, sabbel nicht. Hallo, Kumpel. Hallo, passiert jetzt irgendwas? Jetzt hängt das Spiel schon wieder. Das gibt's doch nicht. Ich will doch nur den Typen platt machen. Hier sind wir also. Dann geh aber weiter weg, ja? Schon lustig, oder? Hätte ich auch mit gerechnet. Aber ich würde es einfach mal ausprobieren. Hallo. Ja, ist super lustig. Vor allem, weil das Spiel hängt. Fallout 4. Immer eine Reise wert. Man kann sich seinen Charakter anschauen, wie er einen Fatman hält. Hier sind wir also. Schon lustig, oder? Ja. Es geht nicht mehr weiter. Okay, wir müssen neu laden. Das gibt's doch nicht. Ich will doch nur den Typen platt machen. Ja. Mann. Willkommen bei Let's Noob. Die vierte. So schwer war der gar nicht. Ich habe halt kaum Rüstung. Also nur so eine Pussy-Rüstung. Lustig. Ich dachte immer, das wäre ich. So. Endstation. Hier endet es, Kellogg. Du da. Schau. Dann bring mich zu ihm. Bla bla bla. Bring mich zu. So. Das Institut. So, jetzt auch. Ich weiß, aber wir. In 100 Jahren, wenn ich dann endlich sterbe, komme ich hoffentlich in dir. Hallo.
Haben wir ihn? Haben wir ihn? Jawoll. Warum nicht gleich so? So ein kleiner Fettmann bringt's doch. So, ihr Wichser. Das hat Spaß gemacht. Wow. Den hat's ein bisschen kaputt gemacht. Was ist mit dir? Lass mich doch mal in Ruhe jetzt. Wäre das jetzt mies, wenn der Typ uns jetzt umgebracht hätte? Ich hätte geheult, glaube ich. So, gib mir mal erstmal dein Zeug. Und eine Kampfflinte! Nice, endlich! Meine Lieblingswaffe aus Fallout 3. Wo haben wir sie? Oh yes! Großartig! Die Mission hat sich mal voll ausgezahlt. Einmalige Rüstung. Was kann die denn? So, einmalige Rüstung. Achso, emailliert steht da. Wer lesen kann, ist der Klarin die Vorteil? So viel Technologie. Du warst ja kaum noch ein Mensch. Kellogg's Pistole, nice. Stimpak. Stealth Boy, 3 Stück. Nehmen wir mal das Outfit auch noch mit, oder? Was ist, wenn wir das anziehen? Wie sehen wir dann aus? Wunderhübsch, würde ich sagen. Wunderhübsch. So, und wir haben jetzt den ganzen anderen Schmand aufgenommen da. Und zwar war das... Ne, wir ziehen uns aber wieder unser Zeug an. So. Kybernetisches irgendwas war das, ne? Kellogg's Pistole. Füllt deine Aktionspunkte bei kybernetischen Treffern wieder auf. Nice, das ist eine Magnum. So. Und der hatte irgendwas Kybernetisches dabei. Aha. Und ein Passwort für ein Terminal haben wir auch gekriegt. Aber wir schauen uns erstmal um und dann gehen wir zum Terminal. Wenn wir es finden. Was haben wir hier? Nix. Ah, doch, da. Stimpak und Mantis. Ah, das ist ein Comic, oder? Verdammt nochmal, ja. Jawoll. Cool, wir haben ein Pitball-Spiel bekommen. Wo können wir das aktivieren? Ah, fick. Fick, wollte ich gerade sagen. Wie hieß denn das Spiel jetzt? War das das? Nee. Pipvoll. Einfach nur, weil wir es können? Haha, geil. So. Collect all 5, bababab. Okay. Wo konnten wir nochmal... Ups. Ha, geil. De. Tot. Ja. Da sind wir noch schlechter als im Fallout. So. Haarklammerbox. Sehr schön. Sicherung. Sehr schön. Rekorder. Was ist das da? Aha. Aha. Und hier haben wir so ein Terminal. Zugriffsprotokolle anzeigen. So, lokal, Kellogg. Anmerkung. Haben den jungen Namen schon erfolgreich am Institut abgeliefert. Bezahlung erhalten, haben neue Befehle erhalten, sollen Deserteur aufspüren. Verstärkung ist versammelt, vor Tagen gesäubert und gesichert, brechen bald auf. Oh oh. Das klingt aber nicht sehr erfreulich. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass hier gleich die Hölle losbricht, wenn wir rausgehen. Wie er keine Beine mehr hat. Tja, das passiert halt, wenn man sich mit John anlegt. Keine Beine, keine Kekse.
Scheiße, wir sind überladen. Was können wir denn ablegen? Was können wir denn ablegen? Die würde ich gerne mal hier irgendwo rauflegen. Und zwar statt der Laserpistole. Nice. Und unsere Kampfflinte würde ich auch gerne irgendwo rauflegen. Da haben wir die. Statt der Tommy. Statt der Tommy. Ja. So, dann müssen wir mal gucken, was wir noch ablegen können. Das war unser neues Scharfschützengewehr. Das wollten wir hier oben hinlegen. Genau. So. Kenn mich aus. Kelloggs Pistole. Wie kommen wir jetzt hier raus? Ah, da hinten. Wow. Die Folge hat echt Spaß gemacht. Einmal kurz speichern. Warte mal. Schnell speichern. Sicher ist sicher. Ich kenne mein Glück. Jagdgewehr. Fahren wir schon oder was? Hängt das Spiel wieder? Eine ziemlich lange Aufzugsfahrt. Ah! Oh Mann! Nick, du Arschloch, wo warst du die ganze Zeit? Ich muss das alles alleine machen. Nick, Trottel. Wo ist dein Sohn? Was ist passiert? Das gibt's ja nicht. Wo ist dein Sohn? Lass uns doch reden. Was ist passiert? Geh doch nicht weg. Wo ist dein Sohn? Ach, leck mich doch am Arsch, echt. Tür öffnen. Sicherheitssteuerung. Verriegelt. Turmsteuerung. Scheiße, wir haben alle Türme zerstört, ne? Systemdiagnose. Verbundene Einheiten. 5. Offline, 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 offline. Scheiße. Achso, wir wollten die Tür aufmachen. So, gucken wir mal. Oh, das klingt nach einem Ventibird oder wie die heißen. Oh, ach du Kacke, wie geil. Menschen des Commonwealth. Was geht denn jetzt ab? Wir kommen in friedlicher Absicht. Was passiert hier? Wir sind die stellende Bruderschaft. Geil, die Bruderschaft. Hallo, servus. Episch. Und nu? Daten. Einmal kurz in die Quest reinschauen. Sprich mit Nick über deine Erkenntnisse. Ja, Nick wollte ja nicht mit mir reden. Nick, wo willst du denn hin, Mann? Hey, Valentine. Wo ist dein Sohn? Was ist passiert? Können wir jetzt reden, bitte? Wo ist dein Sohn? Was ist denn mit dir verkehrt? Was ist passiert? Das Spiel ist ein bisschen buggy teilweise, wirklich. So. Hey, Valentine. Wo ist dein Sohn? Was ist passiert? Willst du mich verarschen? Wo ist dein Sohn? Was ist passiert? Der will mich verarschen. Ja, gut. Keine Ahnung, was machen wir jetzt? Sprich mit Nick Valentine. Dann können wir die Quest abgeben. Hey, cool. Ein Panzer. Wie geil ist das denn bitte? Steht da einfach mal ein Panzer rum. Tja. Trotzdem würde ich ganz gerne mit dem Nick Valentine reden. So, wir werden erstmal kurz nach Hause düsen. Wir können ja jederzeit wieder hierher, das ist ja das Gute. Mal ein paar Sachen ablegen. Und dann gucken wir mal, was es mit der Bruderschaft auf sich hat. Boah,
Das war echt eine coole Mission. Schön gemacht. Auch wenn Nick Valentine nicht mit uns reden mag. So ein Arschloch. La 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 la. Ladebildschirm. Sehr schön. Wir haben sogar schon einen neuen Siedler, sowas, wie es aussah gerade. So, wir hauen mal wieder die ganze Scheiße hier hin, in die Mitte. John Stiegels Schrott. Rekorder, sehr geil. Und dann hoffen wir mal, dass wir die Kampfflinte gleich mal ein bisschen aufschrauben können. Ups, und vor allem auch die Waffe vom Kellogg. Ups. Ah, hier Spezialstuhl, warte mal. Sessel, Verzeihung. Spezial. So, stellen wir mal für die alte Dame noch den Sessel hier hin. Bitteschön. Mama Murphy. Was baust du da? Das weiß ich noch nicht genau. Alter, wie wir die noch aufrüsten können, das ist ja irre. Bis 117. Da brauchen wir aber ordentlich noch Wissen. Schweren Lauf hat sie schon. Ja, hätte ich lieber das Reflexvisier drauf. Aber wir gucken mal, was die Kampfflinte so kann. Verlängerter Lauf. Gut, wir brauchen Schrauben. Definitiv. Geil. Okay. Das machen wir dann mal später. Wir nennen die schon mal um. Und zwar nennen wir die einfach Flinty. Genau. Was haben wir denn noch Neues? So, das ist der neue Sniper. Ach so, sollte ich auch löschen erst. Ja. Zwei. Oh, der ist schon sehr gut ausgerüstet. Besser geht's fast gar nicht. Außer wenn wir noch einen Kompensator ranschrüppeln. Oder ein Schalldämpfer wäre natürlich auch geil, aber das nimmt uns wieder ein bisschen Reichweite. Verlassen. So. Dann gehen wir mal in unser Häuschen, lagern ein paar Sachen ein. Und dann versuchen wir nochmal mit dem Valentine zu reden. So, erstmal die Wackelpuppe. Nee, nicht nehmen. So, Transfer. Wo waren nochmal die Wackelpuppen? Diverses, ne? Jawohl. Zack, haben wir schon die dritte. Hier hatten wir auch Diverses drin. Das machen wir mal wieder voll hier. Sehr gut. Oben hatten wir die Klamotten. Ne, hier waren die Waffen drin, okay. Da kommen jetzt mal die Waffen rein, die wir nicht brauchen. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Die behalten wir uns mal. Die behalten wir uns auch. Kronkorkenmine brauchen wir auch erstmal nicht. MG. Brauche ich auch nicht. So, Pistole haben wir recht witzig. Ja, das haben wir. Sniper 1 kommt rein. Lasermuskete haben wir. Was ist das gewesen? Achso, das war die Pistole. Okay. Super, hier hatten wir dann die Klamotten. Müssen wir mal gucken, wie viele Klamotten wir überhaupt dabei haben. Ich glaube, so viel war es gar nicht. Kellogg's Outfit.
Verblasster Trenchcoat, abgewetzter Welt. Jawohl. Und das Sonstige machen wir dann ins Sonstige auch rein. Und dann sollten wir uns wieder auf den Weg machen können. Ohne gröbere Probleme. Achso. Sonstiges haben wir alle schon. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Das haben wir gerade verwertet. Plus 35 Wahrnehmung und 10% Treffergenauigkeit für 8 Minuten. Nehmen wir doch. So, Heilung. Simpacks können wir uns herstellen. Sehr cool. Und Kühlflüssigkeit. Ich weiß nicht, wofür braucht man die Kühlflüssigkeit? Vielleicht für die Powerrüstung? Keine Ahnung. Ah, nee, guck mal hier. Die bringt Öl. Gut. Erstmal nicht so wichtig. Und dann legen wir noch die Sachen weg, die wir auch nicht mehr brauchen. Und zwar hatten wir die in der... Nee, da war das nicht drin. Im Schreibtisch. Ja, genau. Da hatten wir das Essen drin quasi. Damit wir da auch wieder ein bisschen mehr Platz haben. So, Fleisch und Bohnen kommt rein. Das brauchen wir noch. Das nicht. Kartoffelchips brauchen wir auch nicht. So, Mutterbeere. Alles klar. Ribeye-Stick lassen wir auch nochmal da. Das auch. Nee, warte, kann weg. Schmutziges Wasser auch. 90 Stimpacks haben wir schon, sehr geil. Ultrajet, verstrahltes Blut brauchen wir nicht. Wodka auch nicht. Den Braten behalten wir uns auch mal noch. Und die Zuckerbombe. Sehr schön. Gut. Yippie. Und dann war es das mal für diese Folge. Und in der nächsten versuchen wir dann mit Valentine zu reden. Damit er uns sagt, was jetzt Sache ist. Wow. Und gucken, was die stählerne Bruderschaft vorhat. Und irgendwie haben wir hier einen neuen Siedler dazu bekommen, oder? Nee, 7 Leute nur. Mist. Vielleicht weiß ja einer von euch, wie man hier Siedler noch dazu kriegt. Wir könnten das Signal auf jeden Fall mal wieder anstalten. So. Bitte, ich muss jetzt. Was heißt verloren? Jetzt allein sein. Hallo. Geht doch. Es ist da, jawohl. Und die Militärfrequenz können wir uns nachher anhören. Cool, haben wir eh einiges zu tun. Also danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Part. Ciao.